Hey, willkommen zu einer Folge von Let's Play Mario Party Superstars. Heute werden wir erstmal in den Toadladen schauen, denn ich habe sehr viele Münzen schon gesammelt. Ich habe auch schon ein paar Runden online gespielt, deswegen habe ich auch ein paar mehr Münzen als zur letzten Folge. Hier gibt es Sticker, Musik, Enzyklopädie, Seiten und Designs für deine Partykarte. Du kannst auf Spielbrettern aus dem Minispielberg Künstler gattern. Dann schau mal, ob du etwas findest, was dir gefällt. Es gibt neue Produkte im Warenangebot. Ah, okay. Ja, hier gibt es für Sticker. Aber die Preise gehen nicht voll. Kann man nicht mehr kaufen? Anscheinend nicht. Okay, ich denke, ich werde den mal kurz alle kaufen. Also, was gleich wieder. Ich habe keine Münze mehr, aber wie ihr sehen könnt, da rechts. Ich habe wirklich noch nicht viel gekauft. Deswegen müsste ich noch mehr Münzen farmen. Und deswegen werden wir jetzt erstmal eine weitere Party beginnen. Denn heute ist ja Halloween. Deswegen dachte ich mir, so muss meine schön gruselige Map diesmal aus. So, noch schauen, welcher Charakter dazu passen könnte. Ja, ich kenne mich aus. So, ich denke, ich werde Waluigi nehmen, denn er sieht ein bisschen gruselig aus. Außerdem nehme ich noch Birdo, Daisy und Wario mit. Und heute würde ich sagen, mache ich auch mal stark, also die Spielstärke normal, die normal, stark und Wario auch auf stark. Und heute werden wir auf Horrorland spielen. Ich denke, es passt heute ganz gut. Wir werden wieder 60 Minuten spielen. Bonusstern lassen wir diesmal normal an, also nicht klassisch, sondern einfach an. Minispielregeln brauchen wir immer noch und Handicap lassen wir auch aus. Und dann nehmen wir wieder alle Arten. Los geht's! Ich freue mich schon drauf. Oh, das passt schon in den Nebel und leider Baum. Da wären wir. Dieses Horrorland. Einst erkor ein finsterer Magier diesen schaurigen Wald zu seiner Heimat. Dann kam ein Superstar und nahm dem Wald alles Gespenstische. Sieht ultra geil aus. Ich hoffe, es geht auch am Ende. Doch mit der erneuten Ankunft gruseliger Geister kehrte das Spukhafte zurück. Wenn nur ein neuer Superstar den Wald von seinem Schicksal befreien könnte. Wo nur könnte man wohl einen neuen Superstar finden? Nun, die Antwort ist wohl offensichtlich. Einer von euch kann den Wald retten. Ich muss mich hier direkt um etwas kümmern. Wir sehen uns also später. Aber jetzt übernimmt Toad. Okay, alles klar. Dann leite ich euch ab jetzt wohl an. Spielst du mir erstmal auf diesem Brett? Ja. Prima, dann erkläre ich dir mal alles Wissenswerte. Auf diesem Spielbrett wechseln Tag und Nacht sich alle zwei Runden ab. Wumms geben dir allenfalls tagsüber den Weg frei. Nachts nie, da schlafen sie. Es gibt auch Steine mit eigenartigen Zeichen. Ob die ein Geheimnis bergen? Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur über diesen Ort rede. Fangen wir lieber an. Zuerst würfeln wir um die Zugreihenfolge. Oh, oh, oh. Ja, easy. Boah. Richtig Glück gehabt. Den ersten Zug hat Waluigi. Den zweiten Zug hat Birdo. Den dritten Zug hat Wario. Und Daisy wird zuletzt starten. Die Zugreihenfolge steht. Dann bekommt ihr für den Anfang ein paar Münzen. So weit, so gut. Und wo ist der erste Stern? Da. Hier ist der Stern. Auf dem Weg wie hier solltet ihr unbedingt Münzen sammeln. Ich erwarte euch. Okay. Jetzt ist alles bereit. Dann legen wir los. Also Leute, gebt euer Bestes. Viel Glück und viel Spaß. Let's go. So, schauen wir mal kurz das Spielbrett an. Wenn ich mich passt für heute. Okay, was hier lang, dann so, dann hoch. Okay.
Das sind 14 Felder. So, komm, schön hochwerfeln. Ja, gut, gut. Ist okay, nachdem ich ja jetzt schon eine 9 gewürfelt habe und damit als erstes starten darf. Ja, lol, aber geht's so? Das riecht jetzt in den Glückszahlwürfel. Oh, eine 2. Passt ja. Welches Spiel kam Daisy eigentlich vor? Ich kenn's nur aus den Mario Kart oder Party-Teilen. Kritzelkreisel. Oh, 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 oh. Ah, lol. Oh, und Wario war Luigi in einem Team. Ah, okay. Ja, ich hab's verstanden. Wir müssen einen Kreis darum zeichnen. Ja, dann mal los. Oh, wie smart. Boah, wir machen richtig gute Arbeit. Als ob. Einfach, wir sind richtig gut. Diese Rose. Schade. So. Oh, schon wieder eine 2. Aber ich bin trotzdem Zweiter. Das ist irgendwie lustig. Lol, was? Ich habe gar nicht ganz verstanden, warum es jetzt so im Kreis läuft. Gibt es eigentlich andere Items jetzt als zu der anderen Map? Und mir erinnere mich die Axt da an den Baum, also an den Baumstumpf. Mega an Animal Crossing. Wow, what? Der kriegt jetzt zwei Items, oder? Das erste? Was ist das? No way, nein, stopp. Was? Eine Sternkarte oder wie heißt die? Die OP. Ich kann einfach zwei Sterne jetzt kaufen für einen, oder? Wie lächerlich. Auch noch eine Pfeife. Warum ist jetzt nicht nach rechts? Egal. Ach, let's go. Jetzt erstmal das zweite Minispiel. Und hier Sticker. Ach, schade, kann ich nicht mehr zeigen. Pilz aufeinander. Ach so, ich will mal mit B springen. Ja, woher kennt man das denn? Ah, da ist ein Toad. Ja, okay, let's go. Soll ich hinkriegen, ein bisschen Zeit zu überleben? Wieder gelb. Hä? Verdammt. Ah nein, beide. Was macht Börse denn?
Schade, keine Münzen. Ich hab trotzdem am meisten. Ja, woher? Egal. So, Sticker. Oh, es ist Nacht. Da, ich hab neue. Fast. So, schauen wir mal. Was macht denn das Auge? Das Auge scheint zu sagen, soll ich dich für Münzen versetzen? Mach mal. Die Aussage des Auges ist wohl bereit, dann bringen wir die Sache ins Rollen. Was? Drin ist gemeines Gelächter zu hören, in dem dein Anklopf untergegangen ist. Carmex? Oder Magi Cooper? Jo, Generalschlüssel. Der sieht auf einfach im Kreis. Aber warum? Ja, er wird sich jetzt den Stern holen. Ja, okay. Hä? Was macht er denn? Komisch. Ach, endlich genug Münzen für einen Stern. Fledermäuse. Okay. Lol. Hier verbringen gruselige Geister den Tag. Weird. Ja, genau. Also er wird richtig zugestellt mit Items. Sieben. Danke für dein Verständnis. Boah, das Spielplatz ist auch creepy, wie sich alles bewegt da. So, wieder für Spieler. Kugelchaos, was ist das? Ah, okay. Ja, let's go. Oh. Gott. Oh no. GG. Und Daisy. Ist Daisy eigentlich die Schwester von Peach? Ich glaube nicht, oder? So, was hab ich noch für ein Item? Ja, Schuss, okay, gut, bringt mir nichts. Oh no. Ich will mal einen Bowser-Minispiel sehen. Wie er da steht. Ja! Schluss mit der Feuerzerei. Zeit für eines meiner Minispiele. Und alle müssen mitmachen. Wer jetzt versagt, verliert einige Münzen an mich. Oh, oh. Oh, Bowser Grimassen. Komisch. Ich weiß nicht, wann das jetzt zählt dann, aber mal schauen. 80 Punkte oder mehr.
Ja, ich glaube, soll das so passen. Was hat Daisy denn? 90. Sie hat aber auch 80 geschafft trotzdem. Also alle haben bestanden. Es ist niemand außer gescheitert. Gar keiner Verlierer. Spielverderber. Ah. So. Mal ein anderes Sticker noch zeigen. Ich mag die Yoshi-Sticker. So, Wario. Hey, er ist so dumm. Jetzt immer wieder links lang. Muss Münzen einzahlen. Ah ne, er erhält alle Münzen. Okay. Pechwürfel, okay. Ich habe auch genau 20 Münzen. Ich muss irgendwie zum Stern kommen. Ich hoffe, dass jetzt... Er kommt noch dran. Wario, oder? Nee. Wo steht denn die Reihenfolge dran? Ne, das ist ja schon die letzte wieder, oder? Ah, das sind die Geister, sind alle wach. Okay, Minispiel. Oh, alle gegen Birdo. Ich will Tor mal sehen. Coca-Cola. Okay. Das muss ich hinkriegen. Oh. Als ob, es ging sehr schnell. Boah, Waluigi ist auch riesig, muss ich sagen. Ich bin zwei. Oh, jetzt bin ich Erster. Oh, Birdo vom letzten Platz auf den ersten gerutscht. Andersrum, vom ersten auf den letzten. Genacht, Tag. Oh, ich komme jetzt über die Bank. Ich habe noch einen Schlüssel noch. 9, oh, endlich mal was Gutes. Koopa Bank, okay. Ich habe Zeit mit dir sehr genossen. Den Geruch in der Tasche zum Beispiel. Okay. Eigenes Feld. Perfekt. Was macht das? Ah, wechselt direkt auf Nacht. Alles klar. Hoch, immer noch Tag. Doch jetzt herrscht die tiefe Nacht. Sie will sich nicht drüber dingsen lassen, drüber jagen lassen. Oh, und sie macht es richtig auf Tag. Hä? Schon wieder? Das geht ja gar nicht. Doch. So, mit zwei. Ich dachte, das ist jetzt die Hundefallverein. Sie gibt einfach Börse den Pechwürfel, das ist schon auf letzten Platz. Aber es ist doch egal. Oh, Doppeltmünzen. Das brauche ich. Oh, Bird und ich gegen Wario und Daisy. Zurück zum Absender. Also nicht.
Ach du Schande. Birdo ist so dumm. Verdammt. WTF? Wie haben wir das gemacht? Die sind ja alle bei mir explodiert, also muss Birdo ja sogar besser gewesen sein als ich. Oh Gott. So, dann haben wir irgendwas, irgendein Ereignis, wo jetzt gleich getriggert wird. In diesen Gefilden ist nachts ein bisschen mehr los als tagsüber. Oh no! Schade. Was sieht aus wie König Buhu. Der Laden. Ich hätte gerne einen Doppelwürfel. Ich habe keine 20 Münzen mehr. Na egal, so schnell werde ich eh nicht am Stand vorbeikommen. Das hat allgemein auch niemanden Stern. Was? Jetzt aber, ich finde es schade, dass es neutralisiert wird. Sie läuft jetzt bis zum Dings. Wahrscheinlich ist das jetzt ein versteckter Block. Wetten. Irgendwoher wissen die kommen immer. Also die CPUs immer. Dass da ein Block ist. Ah, doch nicht. Okay. Als ob eine 10. Oh, er bezahlt ihn. Okay. Und er wechselt die Seite dann. Okay, er lässt sich nur los, sondern wechselt direkt die ganze Seite. Aber keiner bisher ans Stern. Doppelwürfel. Ja, die wird es eh nächste Runde schnell zum Stern versuchen zu gehen. Glückswetten nochmal würfeln. Bis es überhaupt gibt. Pechwürfel. So, wie weit ist denn... Bin ich noch... Oh, ich bin noch sehr weit entfernt. Bringt mir wohl nichts. Was? Balloon-Scooter? Für die Blaster Master. Okay, das hört sich schon nice an. Okay. Mal schauen, ob da irgendwer überhaupt treffen wird. Ja, ich. Wow. Was? Ob. Ja, Birdo, let's go. Und Daisy auch. No way. Ja, immerhin verliert Birdo. Aber Daisy hat gewonnen. Ich glaube, der ist nicht so gut, weil Daisy ist, glaube ich, sogar Platz 1 gerade. Ja. Ja, das ist in der Stand weg. 20 Felder, oder? Schätze ich mal. 16. Okay.
wünsche mir Glück, dass ich jetzt wirklich 16 würfel. Ja, okay, gut, kann ich ja schon vergessen. Ja, genau. Ich meine, Block, aber okay. Aber die Glücksfälle wurden noch nicht so oft betreten. Ja, ist ja auch nicht so viel Glück. Trotzdem reicht es, glaube ich, bis zum Stern, ja. Sieh doch, knapp noch über 20 Münzen. Da ist der erste Stern noch vergeben worden schon. Erste Runde 7. Hätte ich gedacht. So, mal schauen, wo der nächste Stern ist. Oh, direkt da. Oder muss ich einfach so rumlaufen? Nee, doch nicht. Wait, da bin ich ganz nah. Oh, an die Bank wird auch so viel gezahlt. Ich denke, ich werde den nächsten Stern sogar holen können. Ich glaube auch mal König Buhu sehen während dieser Runde. Also während diesem Game. Ah, haha. Oh, wie schade. Was? Du hast ein Pasch gewürfelt. Wow, die haben 10 Münzen, um das zu feiern. Bei WTF. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Wieder 4 Spieler im Spiel. Rennbahn. Oh Gott. Das kann ja was werden. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Hä? Ich habe alles richtig gemacht. Ach, keine Ahnung. Der Sieg gewinnt auch noch. So, jetzt komme ich aber zum Stern hoffentlich. Ja, natürlich nicht. Oh, was? Ha, geil. Ich werde eigentlich für Sie bis zum Stern. Oh, sie kommt aufs Bosserfeld, oder? Oh. Das wird spannend. Ich finde es aber cool, dass Bowser nicht spielbar ist, sondern so drin ist. Bowser Revolution. Oh Gott. Oh Gott, fast alle Münzen. Oh, okay. Ich weiß immerhin jetzt, dass die zurückrollen, die Kugeln. Muss ich mir merken. Wie cool, wie die oben aufgehängt werden. Wow.
Also erst leben alle und jetzt verrecken einfach alle. Wahnsinn. Muah, ihr müsst alle zahlen. 10 Münzen, jeder von euch. Oh, dass jemand vielleicht bestückt. Dann drücke ich ein Auge zu. Dieses eine Mal. Also wenn man zum zweiten Mal jetzt dann nichts hat. Dann nimmt er einen Stern weg, oder? Und dann gar keine Münzen hat. Nein! Oh, und es geht schon wieder los. Wie gemein. Da oben. Oh Gott. Ach du Schande, ist richtig weit weg. Nee, das Auge. Ich werde, glaube ich, das Auge nehmen. ZR kann man direkt. Ich bin einfach gerade Dritter geworden. War ich einfach Vierter? Anscheinend schon. Lol, check das, sie nimmt nämlich nach links. Schon wieder Minispiel. Ach stimmt, immer Bowser-Spiele waren es jetzt gerade. Ah, Lampenfieber, okay. Das kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Nee, vorletzte Folge. Oder letzte, weiß ich gerade gar nicht. Okay, es ging sehr schnell. Ich glaube, wenn alle drei Lichter gleichzeitig einfinden, dann hat man Insel verloren. Runde 9. So. So, wie darf ich aber nicht kaufen? Nee, ich hätte Generalschlüssel kaufen müssen. Ja, mach ich halt im nächsten Part, nächste Runde. Kommt drauf an, wie ich es schaffe. Ich bin am Auge vorbeigelaufen. Schade. Dann geht's eben den Weg. Glücksfeld, mal schauen. Schade, ich hätte gerne eine Rasche zu bekommen. Aber 12 Münzen ist auch echt viel. Ach, schade, keine Münzen. Was, Birdo ist auf Platz 1? Ach stimmt, wegen dem Stern. Ganz kurz habe ich Schock bekommen, weil die war ja immer noch auf dem letzten Platz. Sieben. Ja, er kriegt seinen Generalschlüssel, den ich haben wollte. Der will gar nicht zu wahr, willst du mir eigentlich? So, Daisy, komm, geh aufs Bosserfeld und lass euch die Münzen abziehen. Was kauft sie sich? 81 Münzen schon. Oh, Ereignisfeld. So. Das letzte, vorletzte Minispiel für heute. Naja, nicht für heute, der nächste Part kommt eh schon heute noch. Aber für diesen Part. Fallobsternte, oder bin ich gespannt. Und der nette Baum. Okay. Muss ich hinkriegen. Okay. Ich
Das ist ja gut für uns. Ich kann keine Sprungzahl von anderen achten. Ich bin ganz konzentrieren muss. Das habe ich schon verstanden, dass das ziemlich knapp werden könnte. 18 nur. Okay, krass. Ich hätte gedacht, die haben mehr gesammelt, weil Daisy ist ja auch ziemlich stark. Ach stimmt, Bird ist ja nur normaler. Nee, gut, ich hätte halt einen starken kommen als Hilfe. Geil. Oh nein, entfällt vom Stern. Weiß nicht. Hey, WTF, ist viel länger. Ah, nee, wird sogar angezeigt. Generalschlüssel. Dann werde ich ja König Buhu noch im nächsten Part dann sehen. Okay, nice. Oh nein. Nein, danke. Oh. Willkommen in der Wundervilla. Willst du die Fensterlampe anzünden? Ja, mach mal. Na, worauf warten wir dann noch? Es werde Nacht. Ah, okay. Boah. So ist es mir handumdrehen Nacht geworden. Ich habe nichts dagegen, denn jetzt kann ich König Buhu nächsten Part direkt ansehen. Ich würde sagen, vor dem nächsten Minispiel machen wir ein paar zu Ende. Ich sage schon mal, bis zum nächsten Mal. Da werden wir vielleicht König Buhu sehen. Das wäre ziemlich cool. Und was? Nein! Stopp! Jetzt nochmal Unfairness plus Betrug plus... Warum? Wo dann der... Oh, okay. Alles gut, alles gut. Alles gut. Hab nichts dagegen. Solange es nicht Tag wird, ist alles okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.